Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Minecraft-Server. Mein Name ist Shadow und ich werde euch heute ein kleines Kunstwerk zeigen, welches ich noch nicht ganz genau weiß, was es darstellen soll, aber ich sehe es von hier aus. Lasst uns wandern durch finsteres Tal hinüber zu der kleinen Konstruktion, die wir gerade erblickt haben, denn ich habe keinen Plan, wer das gemacht hat oder wo das herkommt. Deshalb sollten wir das dringend herausfinden. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher eigentlich die ganzen Creeper so, Zombies und etc. kommen? Ich meine, sie haben ja keine wirkliche Fortpflanzung, zumindest hätte ich das nicht auf irgendwelchen anatomischen Bildern von irgendwelchen Creepern gesehen. Und das könnte eine sehr explosive Mischung sein, so wie ich mir das vorstelle. Ebenso bei Zombies. Zombies, ich weiß nicht, hat Minecraft so viele Spiele, dass sie überhaupt so viele Zombies haben könnten, dass sie sie jeweils niederschlagen und niedermetzeln? Ich glaube nicht. Äußerst mysteriös. Ach du gute Güte, die haben zwei verschiedene Holzarten verwendet. Wieso das denn? Und wieso ist der Stein? Und wie komme ich hier rein? Lass mich rein. Es könnte natürlich sein, dass es entweder Ender oder Spam war. So, Kynx. Kynx? Ja, Kynx, I believe. Kynx oder Spam. Jump. There we go. Und ja, die wollten hier eine gesicherte Farm machen, so wie es aussieht. Mit einem Häuschen. Okay, interessant. Hat das Licht? Ja, hat es. Hübsches Häuschen. Das Dach könnte man noch anpassen. Aber zwei verschiedene Arten Holz, so bei der Front. Nee, ich weiß ja nicht. Aber man soll ja nicht meckern, man soll es jetzt mal selber besser machen. So sieht's aus. Jetzt ist aber die große Quizfrage. Ich bin hier reingekommen. Wie komme ich hier wieder raus, ohne es nicht irgendwie abzureißen? Mal schauen, ob sie gegebenenfalls einen Ausgang gemacht haben hier hinten. Das wäre sehr praktisch. Haben sie natürlich nicht. Dann machen wir das auf eine... Ah, hübsche kleine... Tode, die man nicht nachvollziehen kann. Und bam, weg sind wir. Die Seite habe ich... Ach ja, genau. Das ist Kohle. Awesome. Nachdem Kohle ja so brav XP droppt, wird diese natürlich gerne aufgesammelt. Ich habe zwar schon immer sämtliche Ressourcen aufgesammelt, die mir irgendwie untergekommen sind. So gut wie restlos, muss ich dazu sagen. Egal ob Kohle, Eisen oder sonst irgendwas. Aber ich bin ja kein Kostverrechter. Ich werde das natürlich auch weiterhin machen. Jetzt schauen wir mal, irgendwo hatten wir hier doch noch einen Zugang. Nicht hier, so wie es aussieht, sondern weiter vorne. Äußerst dunkel hier. Liebe Leute, leuchtet die Bereiche besser aus. Kann nur das Bauen hier über der Creeper. Wieso geht es hier nicht weiter? Geh ich. So. Nachdem ich in meinem letzten Video gesagt habe, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit meinen eigenen Werken, habe ich einfach mal gedacht, ich mache mal einen Test und schmeiße hier noch ein deutsches Video mit auf meinen Stream, auf meinen YouTube-Kanal, entschuldigt, nicht auf meinen Stream, um zu schauen, ob das gegebenenfalls ein, zwei Wertungen kriegt. Und wenn es so sein sollte, dass dieses Video Bewertungen kriegt oder Kommentare kriegt, dann schreibt einfach mal eure Gedanken rein, wie ich vielleicht weitermachen könnte. Ich meine, ich habe schon angesprochen, dass ich eigentlich englische Videos machen wollte. Ich kann zwar nicht beurteilen, ob mein Englisch so gut ist, dass sich das lohnen würde oder dass sich das irgendwer anschauen könnte, wollte, wie auch immer. Aber ich wollte dem Ganzen einen Versuch geben. Hat leider nicht so ganz geklappt bislang. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich hatte keine Zeit, irgendwelche Videos zu machen. Ich meine, was habe ich? Ich habe 32 Videos oben. Das ist im Vergleich zu irgendeinem anderen Let's Player ein Witz. Ja, sehe ich ja auch eine. Und das Problem ist, die Videos werden zwar angeklickt, angeschaut, wie auch immer, aber es gibt kein Feedback.
Und das, meine lieben Leute, ist ein Problem. Ein Problem für mich als Content Creator, könnte man sagen. Als YouTuber, der selber Let's Play Videos versucht zu machen und auch versucht, einigermaßen unterhaltsam zu gestalten in irgendeiner Form, sofern das halt möglich ist, ohne dass er nicht irgendwelches Feedback kriegt. Ohne Feedback keine Verbesserung. Ihr dürft auch gern grausam sein zu mir. Ihr dürft mich bestialisch auseinanderreißen, was meine Videos angeht. Ihr könnt sagen, selbst wenn du dich in rosarote Watte einbauen würdest und das Zimmer runterbrennen würdest, würden wir deine Videos nicht ansehen. Ist legitim. Ihr könntet aber auch sagen, wenn du ein kleines Hello Kitty-Gesicht in dein Zimmer reinmachst, dann werden wir es definitiv anschauen. Das wäre nämlich ein guter Vorschlag für das nächste Let's Play bzw. für die nächste Episode. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier diverse Räume. Einer der Räumlichkeiten gehört mir. Ich muss nur noch rausfinden, wo ich die nochmal finde. Aber ich glaube, es war nicht hier unten, weil es hier zum Bahnhof ging, genau. Und da muss ich jetzt erstmal schauen bzw. mich orientieren. Hi Zombie, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie ist die Luft da draußen? Anyways, ich merke vielleicht, ich habe immer wieder englische Wörter oder Fragmente von englischen Wörtern dazwischen zwischen meinen Sätzen. Ich bin mittlerweile so sehr in diese das englische Anyways, let's continue, proceed, onwards. Gewohnt, dass ich quasi gar nichts anderes mehr mache. Liegt vielleicht auch damit zusammen, hi guys, dass ich dass ich mittlerweile in England wohne. Wie lange steht noch nicht fest, aber bis dato tue ich das noch. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich will doch nur in mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. I'm a furniture placeholder. Behold my might. If you can read this, you're way too close. Smiley. Oh yeah, ich mag solche Jokes. Das sind zwar keine wirklichen Jokes, aber egal. Da unten sind zwei Creeper. Ob ich die von hier aus treffe? Das war sicher zu tief. Hier noch zu tief. Ist er gerade despawned? Nee. Autsch, das tat weh. Meanwhile, mich nicht mehr von der Klippe springen. Apropos Klippenspringer, habt ihr eigentlich schon das neue Skywards, das neue Zelda gespielt? Legend of Zelda Skyward Sword? Okay, es ist nicht mehr so neu zugegeben, aber ich hab's erst seit vorletzten Sonntag und dementsprechend ist es für mich noch neu. Bitte keine Spoiler. Ich werde Spoiler löschen, muss ich gleich vorweg sagen. Es ist nett, wenn ihr sagen wollt, dass es super cool ist oder auch nicht. Wobei letzteres nicht sehr willkommen ist, wobei ihr natürlich gerne eure Meinung konstruktiv kundtun könnt. Sind das Fackeln? Ja, das sind Fackeln. Aber yeah, haters gonna hate, you know. Darum würde ich einfach mal sagen, renne ich hier mal in dieses Spinnennest. Der Bogen hier hat übrigens Power 1 drauf, weshalb ich diese Viecher doch eher leicht liquidieren kann mit zwei Schüssen. Nichts von hinten, sehr gut, keine Ninja Creeper. Sehr äußerst unwillkommen. Wo ist hier das Skeletteil? Zack, bye bye. So, noch kurz hier die XP ein. Zu XP sagt keiner nein. Okay, das war ein Zombie. Ich schnapp die hier unten noch kurz. Genau. Legend of Zelda Skyward Sword. Ich bin. Lass mal überlegen, ich bin jetzt momentan in der Wüste.
Beziehungsweise, ich habe den Wüstentempel geschafft gehabt. Ich muss sagen, ich bin das erste Mal in der Wüste, sofern man da mehrfach hingeht. Und bin jetzt gerade erst dabei, meine Bestimmung zu erfahren, dass ich mein Schwert verbessern muss, dass ich Bestandteil von dem göttlichen großen Plan bin und alle diese netten Sachen. Ich habe das Lied der Göttin auf dem Turm gespielt und bin jetzt quasi bereit aufzubrechen. Das werde ich morgen auch wahrscheinlich in Angriff nehmen, sofern beziehungsweise da mein Hals so oder so etwas verrückt spielt. Ich habe Schluckschmerzen, Schluckweh schon den ganzen Tag, beziehungsweise seit dem Abendessen. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass ich gegebenenfalls negativ auf das Thymian oder auf eins der anderen Gewürze reagiert habe, die ich auf meine Schweineschultern geschmissen habe. Sonst so kleine Schweinesteaks, so ganz dünne. Paprika denke ich eher nicht, dass das das Problem ist. Muss ich aber mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und sollte dementsprechend meine Stimmlage etwas merkwürdig sein im Vergleich zu den anderen Videos, wo sie so so merkwürdig ist, schon im Vornherein, bitte ich das zu entschuldigen. Endless Loop is endless, Captain Obvious. Or really? Really? Und ich habe keine Ahnung, wieso mir dieses Lied so nachläuft. Ich hatte hier auch so eine kleine Minecart-Strecke, wo der Minecart ringsherum, ringsherum, ringsherum und ringsherum ging. Im Kreis herum. Und da habe ich halt passend: I spin my card right round, when I go down, down. You spin your card right round, when you go down, down. Auf die Schilder geschrieben. Mir geht die Puste aus. Und dabei habe ich noch nicht mal eine Raucherlunge, beziehungsweise ich hatte mal eine. Anno dazu war es, im 2008, als ich aufgehört habe zu rauchen. Aber Wayne. Wobei es ja angeblich so sein soll, dass man nach mehreren Jahren irgendwann mal die Schadstoffe aus dem Gewebe draußen hat, etc. Glaube ich nicht so wirklich dran, weil kaputt ist kaputt, aber Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Auf jeden Fall, ich habe auch keine Intention damit wieder anzufangen. Es ist merkwürdig, meine Lymphknoten sind auch nicht geschwollen, also. Wenn ich auf etwas negativ reagiert habe, dann produzieren die zumindest hier keine Antikörper. Wie auch immer. Geschwollene Lymphknoten machen Antikörper. What? Seit wann bin ich denn unter die Mediziner gegangen? Ach ja. So, Sonne geht auf, Mond geht unter. Wuffy ist bereit. Oh, hi. Kein Platz. Das war also klar. Dann greife ich mal in meine allerlei Truhe, in der ich durchaus allerlei drin habe, was eigentlich alles nicht reingehört. Ja, die Pfeile brauche ich. Und schauen wir mal, was ich hier noch rausholen kann. Nix, nix, außer häuslich, dass es nur die 8 waren. Das wäre etwas sehr billig. Ah. Ja, okay, waren nur die 8. Anyways. Was haben wir hier drin? Oh ja, die Bottle of Enchants aus meinem letzten Video sind nicht mehr da. Ich habe sie mal getestet. Oh meine Güte, sind die billig. Die geben ja so etwas und überhaupt keinen XP. Ich meine, ich habe eine geschmissen, ich habe nicht mal ein ganzes Level gekriegt. Und ich war so, what? Dafür habe ich 19 Paper eingetauscht. 3x 19 Paper gleich 3 Emeralds gleich 1 Emerald pro. Irgendwie so. 28 Paper oder so, 36, 38. Das könnte hinhauen. Auf jeden Fall würde ich jetzt an der Stelle das Video einfach mal beenden. Ich möchte mal schauen, wie viel das jetzt an Festplatz braucht. Leute, wenn ihr dieses Video anschauen solltet, hinterlasst mir Kommentare. Sagt mir, ob euch die deutschen oder die englischen Videos besser gefallen habt, ob ihr überlegen würdet, gegebenenfalls sollte ich regelmäßig Videos uploaden, was ich plane übrigens, die auch zu schauen, wenn ja, in welcher Sprache, in Deutsch oder in Englisch. Ich meine, ich habe einige englische Videos jetzt gepostet. In den meisten habe ich einfach nur vom Spiel direkt und von den aktuellen Begebenheiten im Spiel geredet. Ich habe nicht viel persönliche
Gedanken mit reingebracht, was ich vielleicht schon einbringen sollte, wie in diesem Video. Aber eure Kommentare werden es zeigen. Ist das ein Creeper? Yep. Die little friend. Sehr schön, das Problem wird mir auch erledigt. Die Base da hinten habe ich nicht in meiner Servertour mit drin. Das sollte ich definitiv mit einschließen. Gut, nachdem mein Hals nun extremst schmerzt, würde ich mal behaupten, ich mache für heute Schluss und sage Peace out.